Was macht ihr in meiner Dusche? Oh nein, nicht schon wieder. Mist. Aber das ist neu. Neu heißt aber nicht unbedingt lustig und toll. Du bist Mist. Oh, habe ich jetzt seine Gefühle verletzt? Gut. Ich hasse Zauberer. Hallo. Kommt immer noch nichts Besseres auf den anderen Sendern? Vielleicht eine Wiederholung von die lustigsten Baggerunfälle Deutschlands? Nein? Okay, dann auf ein neues. Also, gestaltenlose Stimme aus dem Off und höchstwahrscheinlich aus den niedersten Niederungen der Hölle in Weiß. Was ist es denn heute? Herzlich willkommen zur ultimativ nerdigsten Fanlounge bei Kika mit eurem Obernerd, Bernd das Brot. Fanlounge? Ich bin Fan von gar nichts. Und Nerd? Was soll das? Nerd-Kommadär, umgangssprachliche Bezeichnung für Langweiler, Streber, Außenseiter, Fachidiot, ernährt sich von Junkfood, kleidet sich seltsam und mag lebensferne Dinge wie Computer, Fantasy und Sci-Fi. Ich weiß, was ein Nerd ist. Und zwar ganz bestimmt nicht ich. Sehe ich etwa aus wie ein... Ja, war ja klar. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Also gut, bringen wir es hinter uns. Nerd. 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 Nerd, Nerd. Nerd, Nerd. Fan. Fan, 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 Fan. Nerd? Nerd. Nerd, 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 Nerd. Seltsam, wie Worte ihren Sinn verlieren, wenn man sie nur ganz oft wiederholt. Nerd. Ach, Moment. Das Wort hat gar keinen Sinn, denn ich bin kein Nerd. Jetzt wird's magisch in der ultimativ nerdigen Fan-Lounge hier bei Kika. Bernd, der Kika-größte Harry-Potter-Fan, wird für euch die tollsten Zaubersprüche von Hogwarts aus dem Kopf aufsagen, da er sie auswendig kennt, weil er ein Nerd ist. Manchmal bin ich so müde. Ich habe keine Ahnung von Harry Potter und ich hasse Zauberei. Jetzt zaubere, Bernti Broter. Nein. Was? Ihr habt den irrenden Zauberstab in meine Hand geklebt? Mist. Okay. Okay. Ene, Mene, Meck, das Brot zaubert sich jetzt weg. Hixix. Das ist sehr albern. Witzig. Mist. Wie habt ihr das gemacht? Okay. Ihr wollt Zauber? Könnt ihr haben! Dingsbums, Abracadabra, Pipifax, Rübenbrei, Zipipida, Klamm! Da hast du! Oh, das ist die Hölle. In Bunt. Sag mal, lösen sich Vampire nicht auf im Helm? Ups. Sorry. Dieses Kostüm ist albern. Sehr unbequem und ich habe Haare im Mund. Außerdem sehe ich darin sehr kastig aus, oder? Gesundheit. Das war bizarr. Und es bleibt nerdig hier in der ultimativ nerdigsten Fanlounge auf dem Kika, denn jetzt geht's galaktisch weiter. Au. Was? Mr. Brot, unser Obertrekkie, wird uns jetzt erklären, wie ein Beamer funktioniert.
Ich habe keine Ahnung, wie ein Beamer funktioniert. Ich glaube, noch nicht einmal der Typ, der die Sendung erfunden hat, weiß, wie ein Beamer funktioniert, da es sich, wie gesagt, um eine erfundene Sendung handelt. Das Kitzeln! Aufhören! Aufhören! Face off, Kitzeln. Das ist gemein. Mr. Brot, unser Obertracky, wird uns jetzt erklären, wie ein Beamer funktioniert. Ja. Es macht Hui Hui und Schnitt. Die Crew ist auf einem fremden Planeten. Und der Typ in dem roten Hemd geht drauf, um zu zeigen, dass es auf dem Planeten sehr gefährlich ist. Augen auf bei der Berufswahl, Mr. Rothemd. Moment. Ihr wollt wissen, wie beamen geht? Ganz einfach. Scotty, beam mich weg. Och nö. Was? Und jetzt wird's fantastisch hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge, wenn unser Obernerd Bernd mit seiner Rollenspielgruppe in den Kampf zieht. Schade, dass ihr kein Geruchsfernsehen habt. Ihr riecht es nach Socken, kalter Pizza und Verschwender der Jugend. Oh, okay. Also, als ihr in den Schlosshof kommt, hört ihr das Schnauben eines erboschten Drachen. Oh, ich als Krieger ziehe mein mächtiges Zweithandstrax da und stelle mich zum Kampf. Ich als Magier erfasse einen mächtigen Feuerball und schleudere dem Drachen entgegen. Okay, Feuerball. Ich als Waldelfe versuche, den Drachen zu verwirren mit meinem anmutigen Elfentanz. Okay, gut, dann würfel du als Erster. Da. 15. 15, okay, gut. 17. Okay, das ist ja. Okay. Eins. Eins. Was hast du in Anmut? 15. Okay, dann muss ich mal. Wo hast du 15 Anmut her? Ja, an dem einen Abend. Ganz und ich als unbeteiligtes Brot frage mich, ob das hier eigentlich noch schlimmer werden kann. Naja, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Es ist etwas langweilig. Schön. Und jetzt wird es fantastisch hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge, wenn unser Obernerd Bernd mit seiner Lab-Gruppe in den Kampf zieht. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Also, wie gesagt, ihr hört das Schnauben eines erbosten Drachen. Oh, der Drachen. Von da. Das ist jetzt wirklich sehr albern. Rollenspiele zu Hause, okay, aber das live umzusetzen. Meine Arme sind zu kurz, um den Ring ins Feuer zu werfen. Der Krieger bekommt Asthma schon vom Pizzakarton heben. Die Magierin hat einen Sprachfehler. Ich schleudere den Feuerball. Und unser Waldelfe. Au. Er schlägt einen fast vor Anmut. Wenn die Heldengruppe schon so erbärmlich ist, wie sieht dann bitte schön erst der Drache aus? Wo bin ich? Und jetzt ist die Macht stark in unserem Ober-Star Wars-Nerd Bernd, der jetzt die 1000 besten Star Wars-Zitate zum Besten geben wird. Hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge bei Kika. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh, das war einer? Wusste ich gar nicht. Was denn? Warum soll ich Sprüche aus einem Film können? Ah, weil er mich sonst mit Blitzen grillt. Macht Sinn. Ich bin mit dir verwandt, Luis? Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Reaktorraum? Da lang.
Danke. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Wo bin ich? Herzlich willkommen im Tapetenmuseum zur Sonderausstellung Raufasertapete, unverändert im Lauf der Geschichte. Oh, Raufasertapete. Schön. Nicht wahr? Gefallen dir unsere Exponate? Das ist ja die Raufasertapete Schneewittchen, der... Fehldruck mit Wasserfleck, circa 1975. Oh, du kennst dich aus. Mehlsuppencocktail? Das sage ich nicht nein. Wenn du dich so gut mit Raufasertapeten auskennst, Bernd, möchtest du nicht Vorsitzender des Raufaser-Fanclubs werden? Das wäre wunderbar! Danke, danke. Ich bin sehr gerührt. Wirklich, wirklich danke. Und weißt du, was du noch bist, Bernd? Was denn? Du bist ein Nerd, Bernd! Was? Nein! Ich bin kein Nerd! Ich bin kein Junkfood-essender, seltsam angezogener Typ, der sich mit total irrelevanten Themen auskennt. Aber das ist doch was anderes! Mist. Wem mache ich hier eigentlich was vor? Ich bin ein Nerd. Und das heißt... Nerdparty! Ach, was soll's. Nerdparty! Entschuldigung. Ja? Wo geht's denn hier zum Reaktor? Da lang. Da lang!